Part 1, Geschichte 2. Ja, wir befinden uns jetzt hier Mühlenpfad 1, ehemalige DLRG-Heim. Mein Vorschlag, Schule des Lebens für alle Generationen, für die ganz Jungen, für die Jüngeren und die etwas Älteren und für die ganz Alten. Ja, als Begegnungsstätte sehe ich das hier, als Bildungsstätte sehe ich das hier, als Gesundheitszentrum sehe ich das hier, für Seminare, Schulungen, Vorträge sehe ich das hier, für viele Vereine sehe ich das hier. Ja, und für unseren Verein Miteinander füreinander Dasein als Dachverband, da oben sehe ich schon mein Büro. Zurzeit ist der Verein Stresemannstraße 2, also gleich um die Ecke. Ja, Bildung geht uns alle an. Es gibt keinen Experten. Meine Oma hat immer gesagt, wenn ich was falsch gemacht habe, na, du bist mir ja so ein Experte. Es gibt nicht einen Experten, wir sind alle Experten. Alle wir auf dieser Welt haben Probleme. Wir wollen etwas wissen und wissen nicht, wo wir es herbekommen. Ja, wir haben Bedürfnisse, wir haben Bedarfe. Und das A und O lernt man in der Schule oder in der Praxis. Und ich möchte dieses als Praxisort, ob nun Kindertagesstätte, ob nun Seniorentagesstätte, ob nun Bildungsstätte oder Haus der Generation, ob es ein Ort für eine Person oder ein Ort für alle Personen wird. Das hängt von uns ab. Wie gesagt, Inklusion heißt inklusive, alle Menschen. Das Wort Inklusion wird für die Behinderung genutzt. Völlig falsch. Es geht uns alle an. Inklusion hat irgendwie auch irgendwo mit dem Bereich Bildung zu tun. So wird es genannt. Ja, das ist alles irgendwo richtig. Man kann Inklusion in jedem Bereich verwenden. Nehme den Bereich für uns alle. Und wenn man Menschen ausgrenzt, dann hat man keine Inklusion, dann hat man einen vergessen. Und Bildung sollte Spaß machen. Und wie lernt der Mensch am besten? In der Praxis und dann in der Theorie. Ich bin immer der Meinung, so einen Vorschulkindergarten könnte man hier machen, eine Kindertagesstätte, eine Begegnungsstätte, auch für ältere Menschen. Auch wenn jemand tagsüber nicht mehr alleine sein kann, kann man hier auch 1-2 Personen. Am Wochenende ein Kaffee, ein Bildungskaffee, ein Austausch von Wissen und Senden und Empfangen, das kann man hier alle Male. Und dafür braucht man nicht den großen Lehrplan und den großen Meister, sondern jeder bringt seinen eigenen Lehrplan mit. Selbstverständlich hat man auch ein paar Verantwortliche und Dozent ist nicht so in der Art geschützt. Ein Aderschein, Ausbildungsschein. Ja, manche Kinder brauchen einen Opa und einen Opa, den sie nicht haben, der mal kurz aufpasst. Manch ein Opa und eine Oma brauchen einen Jüngeren, der mal auf sie aufpasst. Auch Hunde und Tiere, gerade insbesondere Kleintiere. Da, wo der Papi oder die Mami in 3 Schichten oder in irgendeinem Beruf steckt, wo er 10-12 Stunden unterwegs ist oder vielleicht auch mal kurzfristig im Ausland. Man kann alles organisieren mit uns. Es gibt keinen Besserwisser, sondern es gibt welche, die wissen und es gibt welche, die nicht wissen. Jeder weiß etwas und wer etwas wissen will, der fragt und wer etwas zu sagen hat, der sagt. So wie ich, denken viele, dass ich ein bisschen mehr bin. Ja, das stimmt. Wenn man mich nicht versteht, rede ich etwas länger. Wenn mich einer sofort verstanden hat, na, bin ich durch. Was soll ich dann noch erzählen? Ja, das Haus der Bildung, Miteinander für eine Dasein, Freiwilligenagentur, Ehrenamtliche ausbilden. Ja, 87b, 45ab, SGB 11, Senior Trainer Ausbildung. Ja, die Schule des Lebens. Mein Hauptthema ist Gesundheit und Ernährung. Und ich kann in der Bratpfanne eine Pizza. Und ich kann die beste Suppe der Welt. Das würde ich auch ganz gerne mal zeigen. Eine Dunstabzughaube braucht man nicht, wenn man draußen kocht. Und wenn man eine Bratpfanne hat und einen Deckel drauf hat, braucht man auch keinen Fettabscheider. So einfach geht modernes Bilden. Und dafür braucht man Information. Ich sende gerne mal im Monolog. Dann kriege ich nicht diese vielen Zwischenrufe. Und länger als 15 Minuten sollte ein Unterricht nicht dauern. Dann kommt man in den Dialog und dann kommt die Lernzielkontrolle. 15 Minuten reden im Monolog, 15 Minuten im Dialog und in 15 Minuten fordert man den Schüler heraus, ob er es verstanden hat. Und danach macht man das Fazit
Und wer es dann immer noch nicht hat, der guckt zu Hause. Wenn es ihn nicht tangiert, wenn es ihn nicht berührt oder nur peripher, dann wird er zu Hause auf keinen Fall weitermachen. Die Schule des Lebens, das sind wir alle. Und jeder hat was. Ich kann in 3 Minuten ein Ei kochen. Ich kann auch zeigen, wie. Und der andere kann vielleicht irgendwie etwas mir beibringen. Zum Beispiel Bildung, Rechtschreibung. Wo setze ich das Komma? Und die 4 Fälle. Das habe ich bis heute noch nicht begriffen. So, ich gebe zurück. Dieses Video wird im Wolfsburger Forum. Am 6. Oktober geht es um Gesundheit. Da werde ich auch die Presse einladen, den Wolfsburger Kurier, die Wolfsburger Allgemeine und die Wolfsburger Nachrichten. Und ja, die anderen werde ich auch einladen, aber da hat der Kontakt noch nicht funktioniert. Ich hoffe vielleicht jetzt. Und dann werde ich explizit 20 Leute einladen und dann machen wir eine Videoaufnahme vielleicht live direkt übertragen und auch per Videokonferenz, wo dann auch andere dazugeschaltet werden. Gesundheit ist mein Thema. Ohne Gesundheit ist nichts. Mit Gesundheit ist alles. Dann können wir lernen, dann können wir begreifen, dann können wir uns treffen. Was wir brauchen, ist Gemeinschaft. Was wir brauchen, ist Bildung. Was wir brauchen, ist Weitersagen. Wir müssen uns gegenseitig informieren. Deswegen die künstliche Intelligenz, die gilt es zu schlagen und die zu befüttern, dass wir alle noch besser werden. Also, und wenn wir das hier geschafft haben, dann gehen wir aufs Land leben. Und wenn wir das Land leben, dann gehen wir zum Bahnhof von Übersfelde. Alles steht leer und Hertie, ja, nein. Mein Traum wäre Alba Alto, 30% die Jüngeren, 30% die Älteren und 30% die Alten. Als Begegnungsstätte für uns alle, für unser Wolfsburg. Und wenn da ein Feuerlöscher steht, ja, dann müssen wir eben halt sammeln, eine Spende. Punkt. Einen schönen Tag für uns alle. Heute ist, glaube ich, der 14. September 2021. Mein Name ist Hans-Jürgen Klaassen. Ich stehe hier im Regen, aber ich habe einen ganz großen Regenschirm. Und der heißt Bildung, der heißt Verstand und der heißt Schütze dein Leben, denn es geht um dich. Es geht um uns und wir sind alle gleich. Der eine kann da mehr, der andere da mehr. Jeder ist ein Experte. Dafür muss man den Fernseher nicht einschalten, sondern nur Bildung und den Kopf, den Verstand. Punkt. Fassen wir uns alle an, dann begreifen wir uns, wenn wir begreifen, wenn wir uns verstehen. Wir müssen miteinander reden. Punkt.